Hallo liebe Racing-Fans, wir haben heute Post bekommen von Fanatic und zwar die brandneue CSL Elite Wheelbase. Das Teil liegt preislich irgendwo unter der Classboard Wheelbase. Genauere Details erfahrt ihr auf der Website des Herstellers. Ihr könnt euch das Teil schon mal ansehen, so sieht der Karton aus. Ein bisschen was zu den Features. Revlight ist jetzt oben drauf, also eine LED-Anzeige, die euch den Schaltpunkt anzeigt. Ein Brushless Servomotor ist verbaut, Quick Release ist verbaut, dasselbe Quick Release wie bei der großen Base. Single Belt Drive, ein Mode Button ist drauf, um direkt die Betriebsmodi zu ändern, also man muss das nicht mehr über eine Tastenkombination am Wheel machen. 1080 Grad Rotation, ein Handbremsenport und eine Tischklemme. So sieht das Ding also von außen aus. Schöner Slogan ist auch wieder drauf und jetzt machen wir das Ding mal auf und schauen einfach mal rein, was uns da erwartet. Wir haben ein Quick Guide. Ach, das ist wieder alles. In einem Stück. Na gut, dann machen wir es eben anders. Karton auf den Boden. Und alles in einem Schwung auf den Tisch. So. Bisschen Platz machen, da fliege ich die Hälfte schon runter. Also, wir nehmen es mal an der Seite raus. Kabel, Anschlusskabel. Hier nochmal für andere Region, ein anderer Stecker. So, ein bisschen vorsichtig. Tischklemme. So. Hier haben wir einen Karton. Mit dem Netzteil. So, letztendlich das Objekt der Begierde. Neue Base. So, so sieht das Teil aus. Ist aus Kunststoff gefertigt. Aber macht einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier. Das ist so ein bisschen glänzend, aber mit so einer Textur drauf. Hier haben wir auch nochmal eine schicke Textur, die so ein bisschen glänzt. Also macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Sehr edel, gut verarbeitet. Die Verschraubungen unten sind an denselben Punkten wie bei den anderen Modellen. Das heißt, falls ihr schon irgendwie einen Rennsitz habt und vorher Fanatec-Produkte benutzt habt, könnt ihr dieselben Bohrungen nehmen. Hier sieht man die vier Bohrungen mit Gewinde, um zum Beispiel einen statischen Shifter zu installieren. Ja, Mode-Button, einschalten. Ja, schickes Teil. Nochmal von allen Seiten. Hier nochmal was zu den Anschlüssen. Okay, gut. Das war erstmal unser Unboxing zur neuen CSL Elite Base von Fanatec. Wir werden das Ding gleich mal auf unseren Rennsitz schrauben und mal gucken, was es so kann.